Mit Fenchel, Knoblauch oder Parmesangeschmack. Sabrina Angeli bringt ihre Salamisorten nach Pasching. Die Halbitalienerin verkauft ihre Produkte auf Märkten. Also wir haben 12 verschiedene Salamisorten. Wir haben wirklich von der ganz traditionellen, der Eselsalami, das ist der Dinosaurier unter den Salamis, angefangen bis auch zu außergewöhnlichen mit Trüffel, mit Barolo, mit Fenchel. Also wirklich, unsere Salami stammen alle aus dem Piemont. Da ist die Nähe schon zu Frankreich, deswegen auch die Weine in der Salami. Ja, lass uns gleich schmecken. Dankeschön. Antipasti, Prosciutto, traditionelle Süßspeisen aus Italien. Jedes Jahr kommen die Marktfahrer zu den italienischen Wochen in die Plus City. Italien-Fans sparen sich damit eine Reise, denn hier gibt es echte Italo-Klassiker. Dazu gehört auch Olivenöl. Würzig und fruchtig darf es schmecken, sauer allerdings nicht. Wie es beim Kochen verwendet wird, ist bedeutend. Kaltgepresstes, nicht filtriertes Olivenöl gehört in keine Bratpfanne hinein. Da zerstört man sich nämlich selber die Vitamine, also da würde es überhaupt nicht. Wenn man jetzt aber Sugar macht, um das zu verfeinern, oder wenn man das Fleisch schon rausgebraten hat, dann natürlich gehört es drauf. Wer italienisch kocht, dem ist mit diesem Tipp geholfen. Denn beim Risotto ist nur eines wichtig. Rühren. Risotto gehört gerührt. Mit ein bisschen Weißwein vielleicht verfeinert, das ist natürlich auch so dieser Geheimtipp. Und zum Schluss ein kleines Stück Butter vielleicht dazu. Getrocknete Tomaten sind monatelang haltbar. Sie gehören zu den beliebtesten Produkten Siziliens. Also das können Sie so essen oder in Salate reinlegen oder in Öle rein, also unterlegen oder mit ein bisschen Aufstrich. Neben Prosciutto und Oliven haben die Marktfahrer aber auch handgefertigtes Keramikgeschirr mitgebracht. Mit Motiven, die alle mal Lust auf einen Urlaub machen. In Bella Italia. Salute!